Jo Leute, ich hab. Es funktioniert endlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also. Ja, also ich nehme mal. Nein, den kenne ich alles schon, aber ich nehme Deutschen. Ja, also. Den nehmen wir jetzt. Und wir spielen. Ich stelle jetzt erstmal unseren Sith-Charakter ein. Sith Inquisitor. Nein, das überspringe ich nicht. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Sie wären uns für immer los. Aber jetzt. Endlich. Sind wir zurück. Also ich würde jetzt mal sagen, die Szene überspringen wir hier, weil ich habe jetzt kaum noch Zeit zum Aufnehmen und wie gesagt, ich will halt noch die Charaktererstellung fertig kriegen. Und es funktioniert endlich, Leute, ich bin so happy. Also, Klasse wählen, Kopfgeldjäger, Sith Inquisitor. Wir nehmen mal als Inquisitor einen Sabrak. Wir sind männlich. Sind wir auch so. Oh. Na, das ist scheiße. Großer Körperbau. Ja, so. Boah, ich will richtig viele Hörner. Boah, das sieht kacke aus. Das sieht cool aus. Farbe. Jawohl, ganz rot. So. Ja, der kann so bleiben. So. Also jetzt gibt es einen kleinen Cut, während der hier lädt. Dann sehen wir, ja, das war jetzt die Charaktererstellung. Also, einen Anfang werde ich jetzt noch aufnehmen. So viel bin ich euch schuldig. Und das gucken wir uns jetzt an. Und ich halte die Klappe. Star Wars. Oh, ich wollte die Klappe.
Ja, Prolog, bla 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 bla. Das interessiert eh keinen. Der Tastendrücken, gut. Also ich hoffe, es haut alles hin. Und das wird langweilig. Ah, endlich bist du auch eingetroffen. Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes. Es wäre eine Schande, wenn dir die Freiheit zu Kopf steigen würde. Oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Lord Zesh möchte, dass ich unter euch Ungeziefer nach jemandem suche, der würdig ist, ihr Schüler zu werden. Genau das werde ich tun. Werdet nicht sentimental. Wir haben uns doch eben erst getroffen. Das werde ich nicht. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. Nein, sowas mache ich nicht. Da spielt wahrscheinlich YouTube irgendwie mein Video, weil wir alle noch zu jung dafür sind. YouTube ist... Keine Ahnung, ich verstehe die nicht, aber ich find's ganz cool. Ein Sith fürchtet niemanden. Wie ihr meint. Und jetzt zu deiner Prüfung. In Ajuntapols Grab im Tal der Dunklen Lords lebt ein Einsiedler namens Spindral. Spindral ist wahnsinnig, aber für Lord Zesh ist er eine Art Prophet. Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. Je herausfordernder, desto besser. Doch genug geredet. Du kennst deine Aufgabe. Spindral lebt in Ajuntapols Grab im Tal der Dunklen Lords. Lass Spindral nicht warten. Also wir haben jetzt das Zeichen der Kraft. Zirnen. Lichtschwertschlag, okay. Verursacht Schaden. Schock. Verursacht auch ganz schön Schaden. Prügeln. Was ist das hier? Zeichen der Kraft. Ey, die Stärke ziehen. Ja, ja, gut. Okay, wir treten. Neue Tutorial antreten. Gut. Also, das kenne ich alles schon. Ich habe hier sehr hochgelevelte Charaktere. Soll ich nicht angucken, ich erkläre euch die Steuerung. Gesteuert mit WASD. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten auswählen, um den Gegner anzugreifen. Es ist ein Online-Spiel, falls ihr es bemerkt habt. Das hier kostet keine Macht, das heißt, immer mit den Gegnern kämpfen. Echt, ich sag's euch immer. Das muss ich hier auch noch abschließen, ansonsten. Das ist nämlich ziemlich nervig. Wir haben noch keine wirkliche Ferne. Ich gehe doch nicht näher ran, wenn jetzt nötig. Und bei dem können wir gleich ein bisschen was rausnehmen, so. Ach, dort müssen wir lang. Das ist ein bisschen schwer, das alles im Auge zu behalten, weil es ist wirklich viel. Und ja, falls ein Gedenken, oh, du bist so ein Noob, ja, ja. Ja, lacht ruhig. Spielt ihr es erstmal selbst und meckert da. Die einfach umbringen, das bringt nämlich Erfahrungspunkte. Und die sind hier extrem wichtig, um... Ja, bessere Fähigkeiten zu erlernen. Und die kosten Geld. Das heißt, immer Gegner angreifen, weil die lassen sehr oft Geld fallen. Und in den anderen...